Und du dachtest, dein Boss wäre gemein zu dir? Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir dir weitere Top 10 der schwersten Bosskämpfe. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste werden wir uns einige der Bosse anschauen, die die größte Herausforderung der Videospielgeschichte sind und daher den meisten Frust entfachen. Falls du deine Favoriten hier nicht findest, schau dir unsere Originalliste zu diesem Thema an. Nummer 10. Ballos – Cave Story. Höhlenforscher, hütet euch vor diesem felsgesichtigen Bösewicht. Ballos ist der wahre Endgegner dieses Indie-Titels im Metroidvania-Stil und er ist kein Kinderspiel. Es ist bereits eine Herausforderung, überhaupt an ihn heranzukommen. Man muss im Spiel durch Reifen springen und einige sehr stumpfsinnige Aufgaben erfüllen. Sobald du ihn erreichst, bittet Ballos dich, ihn zu töten, aber er macht es dir natürlich nicht leicht. Er nimmt drei verschiedene Formen an und jede ist härter und gefährlicher als die vorherige. Du musst dein ganzes Spielgeschick anwenden, um ihn zu Fall zu bringen. Nummer 9. Gelber Teufel. Er mag gelb sein, aber er ist nicht feige. Dieser riesige Kampfroboter verschwendet keine Zeit. Er greift Mega Man sofort mit einem komplizierten Angriffsmuster an und hört nicht auf. Versierte Spieler nutzen seine Schwäche aus und setzen den Donnerstrahl ein, aber sie müssen trotzdem den schnellen und gefährlichen Angriffsmustern des gelben Teufels ausweichen. Jedes Mal, wenn man einen Treffer landet, wechselt er die Seite des Raums und ist dabei unverwundbar, was es wirklich nicht einfacher macht. Nachdem er dich 3 oder 4 Mal pulverisiert hat, wirst du kein Mitleid für dieses Ding empfinden. Nummer 8. Senator Armstrong. Metal Gear Rising – Revengeance. Tri-University of Texas. Could have gone pro if I hadn't joined the Navy. Welches Geheimnis steckt hinter diesem durchtrainierten Körper dieses Politikers? Nanomachines, son. Die Metal Gear Serie ist bekannt für ihre einzigartigen und abgefahrenen Bosskämpfe und Senator Stephen Armstrong ist da keine Ausnahme, auch nicht in diesem Spin-Off. Raiden, der Hauptcharakter, steht seinem ultimativen Gegner gegenüber, nachdem er sich durch Armeen von Cyborgs gekämpft hat. Ist es ein rivalisierender Ninja? Ein riesiger Mech? Nein, es ist ein patriotischer Senator, der Nanomaschinen benutzt, um seine Kampfkraft zu erhöhen. Er ist widerstandsfähig, schnell und verfügt über ein Arsenal von Angriffen, die deinen Gesundheitsbalken in Sekunden leeren können. Armstrong will Amerika wieder groß machen, einen Schlag nach dem anderen. How the hell did you get elected? Well, I don't write my own speeches. Nummer 7. Al Gore. South Park, der Stab der Wahrheit. You're no normal human kid. It's you, Man Bear Pig. I have you now. Mit Al Gore, Ex-Vizepräsident, Umweltaktivist und Schweinebärmannjäger der Extraklasse, ist in diesem RPG nicht zu spaßen. Mit Hilfe seiner engagierten Geheimdienstmitarbeiter und einer entmutigenden Präsentation über die Gefahren des Klimawandels kann Gore dein Team ganz schnell erledigen. Er hat auch eine beträchtliche Menge an Gesundheit und kann sogar einige deiner Angriffe abwehren. Schaffst du es irgendwann, ihn zu besiegen, wirst du erschöpfter sein als nach einer Vorführung von Eine unbequeme Wahrheit. Wait, I can't die. I was almost barely president. Nummer 6. Der verweilende Wille. Kingdom Hearts 2 – Final Mix. Diese Typen haben wir noch nie in Disney World gesehen. Es ist einer der geheimen Bosse in der Final Fantasy Disney Fusion Serie. Nur weil er in einem kinderfreundlichen Spiel ist, ist er nicht weniger zäh. Der verweilende Wille ist mit seinem eigenen Schlüsselschwert bewaffnet und kann Sora, Donald und Goofy schwere Schäden zufügen. Schaffst du es, den unerbittlichen Angriff des Ritters auszuweichen, ist es dennoch sehr schwer, ihn tödlich zu treffen, da er mit rasender Geschwindigkeit durch die Schlachtarena fliegt. Der verweilende Wille wird selbst bei den erfahrensten Spielern für verweilende Wutausbrüche sorgen. Nummer 5. Goro – Mortal Kombat. Vier Arme bedeuten vierfache Probleme. Goro ist der vorletzte Boss im Spiel und hatte seinen ersten Auftritt im ersten Teil der gewalttätigen Kampfserie. Lass dich nicht von seinem schwerfälligen Äußeren täuschen. Der stämmige Schläger ist schnell und stark. Er kann dir einen Schlag nach dem anderen verpassen. Arm um Arm um Arm um Arm. Zusätzlich dazu leert er deine Gesundheit mit gemeiner Projektilmagie und einem hart zupackenden Griff.
Dieses Ding ist verantwortlich dafür, dass haufenweise Münzen in den Spielhallen verbraten wurden. Nummer 4. Der namenlose König. Dark Souls 3. Ist es überraschend, dass ein Dark Souls-Boss auftaucht? Diese anstrengende RPG-Serie liebt es, Spieler gegen einige der epischsten und frustrierendsten Bosse antreten zu lassen. Der namenlose König lässt dich konsequent aufschreien und führt damit diese Dark Souls-Tradition stolz weiter. Er ist ein schwer gepanzerter Mann, der auf einem gefiederten Drachen reitet. Das macht einen ziemlichen Eindruck, aber bevor du ihn töten kannst, musst du natürlich erst seinen Drachen töten. Viel Glück damit. Wir hätten Media aus dem Ringed City DLC nehmen können, aber ehrlich gesagt ist dieser Kampf einfach scheiße. Scheiß auf Media. Nummer 3. K'Thun, World of Warcraft. Das Auge von Sauron könnte ein oder zwei Dinge von diesem Boss lernen. K'Thun, einer der ältesten Götter des Warcraft-Universums, gleicht einer sich windenden Tentakelmasse mit einem riesigen Auge in der Mitte. Und möge Elune jenen Spielern helfen, die vom Auge erfasst werden. Zu Beginn von World of Warcraft war K'Thun mit Abstand einer der am schwersten zu besiegenden Bosse. Als K'Thun 2006 in World of Warcraft eingeführt wurde, dauerte es fast 3 Monate, bis ihn jemand besiegte. Das war überhaupt erst möglich, nachdem einige Software-Updates ihn abgeschwächt hatten. Wer hätte gedacht, dass ein Gott so mächtig sein kann? Nummer 2. Sans, Undertale. Dieses entspannte Skelett hat ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Sans ist in diesem Rollenspiel der letzte Boss der Genozidroute und er findet es nicht lustig, dass du alles, was dir begegnet ist, ermordet hast. Der Kampf gegen Sans ist eine wahre Geduldsprobe, denn es ist nahezu unmöglich, ihn zu schlagen, ohne sich seine extrem unberechenbaren Angriffsmuster zu merken. Er weicht auch allem aus, was du ihm entgegenwirfst. Erst am Ende erlaubt dir das Spiel, ihn endlich zu treffen. Doch die Musik ist ziemlich süß, das muss man sagen. Dafür gibt's Extrapunkte. Nummer 1. Weise von Kos, Bloodborne. Das Wunder der Geburt. Der Weise von Kos, der letzte Boss aus dem Old Hunters DLC von Bloodborne, beschämt die Bosse des Basisspiels. Er ähnelt einem kläglichen und knochigen Humanoiden und er schreit bei jedem Angriff wie ein bockiges Kind. Diesen Schrei hört man oft, denn er greift schnell und häufig an. Dabei verwendet er seine Plazenta als eine Art Axt. Bleh. Schaffst du es, ihm erheblich Schaden zuzufügen, geht der Weise von Kos in eine zweite Phase über, in der er noch stärker, schneller und größer ist. Oh oh, From Software, ihr und eure zweiten Phasen. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10, abonniere einfach WatchMojo Deutschland.